Hallo meine lieben Zuschauer, ich bin Andreas und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Metro Exodus. So, jetzt hatte ich ja mit Anna gesprochen. Hier ist jetzt gar nichts. Ich renne jetzt gleich mal da hinten hin zu den anderen Jungs. So, Moment, hier Munition. So, hier kann ich mal ein bisschen was herstellen hier. So, gut. Egal. So. Ups, das wollte ich nicht. So, jetzt rennen wir mal dahin, wo die anderen beiden sind. Nachdem wir hier mit Anna ja gesprochen haben, sie sitzt hier immer noch so. Der Kompass. Ach ja, an deinen Atemschutz. So, wer ist jetzt hier? Komme ich nicht rein? Gut. Und wer ist hier? So, niemand. Setz dich in meine Nähe. Okay, Leute. Essen, feiern wir, singen wir, Beinweiber Gesang. Was hat verpasst? Ein ganzes Frauenkloster. Du hättest sehen sollen, wie sie getötet haben. Du kommst noch nicht mehr. Ich bitte um Aufmerksamkeit. Ein halbes Jahr unterwegs und 4000 Kilometer hinter uns. Wir haben viel durchgemacht. Damir. Also gut, Leute. Es ist mir klar, dass ich das nicht länger vor euch verbergen kann. Nach reichlicher Überlegung und sorgfältiger Begutachtung der Satellitenkarten, die wir bekommen haben, gibt es möglicherweise ein neues Zuhause für uns. Es ist ein Flusstal. Dort gibt es einen Wald und ein Wasserkraftwerk. Ja. Es befindet sich fernab der dicht besiedelten Gebiete, was sehr wichtig ist, wie unsere Reise gezeigt hat. Wir sind jetzt noch etwa 2 Tage entfernt. Also, Glückwunsch an euch! Ja! 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 Trotzdem ist das heute nicht unser letzter Punkt auf der Tagesordnung. Stepan, Katja! Oh, Ringe! Ah, sie heiraten! Stepan, Katja, sprecht mir nach! Hiermit nehme ich dich zum Mann. Nehme ich dich zur Frau. Und werde dich von nun an in Ehren halten. In guten wie in schlechten Zeiten. In Reichtum und Armut. In Krankheit und Gesundheit. Um dich zu lieben und ehren, bis der Tod uns scheidet. Als Kapitän dieses Schiffs erkläre ich euch hiermit zu Mann und Frau. Ich wünsche euch ein langes und glückliches Leben. Ach, und Gorko. Gorko! Das heißt Gorko. Oh, das... Anna ständig am Husten, das gefällt mir gar nicht. Oh Mann, was ist mit Anna? Anna! Die blutet! Nein! Was ist los? Anna! Scheiße. Nein. Was ist los, Anna? Anna, was ist denn los? Seid vorsichtig, Leute. Anna, bitte halte durch. Was ist denn los? Was ist denn, was Anna? Was ist das für ein Husten? Danke. Bitte, tu doch mal. Drängt euch nicht um sie. Lasst ihr los. Verdammt. Verdammte Scheiße. Was ist da los? Anna. Meine Frau. Liebling, was ist das mit dir? Schatz. Tut mir leid, dass ich nichts gesagt habe. Wovon redest du denn da, Baby? Im Yaman Tower, als sie mich verschleppten, sagte dieser Ghoul-Doktor, dass meine Lungen sich zersetzen. Von dem Gas, das ich am Munitionsdepot eingeatmet habe, sagte, ich hätte nicht mehr lange. Ach du Scheiße. Wie kannst du diesem Monster nur glauben? Wir sind doch durch die Wüste und der ganze Sand. Das könnte doch der Grund sein. Katja, Artyom. Auf ein Wort. Oh nein. Scheiße. Mir geht's gut, Artyom. Nein, geht es nicht. Alles ist jetzt gut. Nein, dir geht's nicht gut.
fuck. Ich weiß nicht so recht. Das ist echt sauer. Also, Artyom, kannst du mir sagen, was wir jetzt machen? Lassen Sie uns konstruktiv sein, keine Panik. Und Katja, was glaubst du? Ich glaube, dass es nicht klug ist, der Diagnose eines Degenerierten zu glauben. Ein Umzug von der feuchten Metro in die Wüste mit trockener Hitze und Sandstürmen ist Stress für die Lunge. Ich glaube auch, dass sie vorher schon Symptome gezeigt hätte, wäre es das Chaos gewesen. Daher werde ich sie erstmal nach bestem Wissen untersuchen. Außerdem reisen wir zu diesem Tal voller Waldluft. Die alleine könnte sie schon halten. Ich mische mich nur ungern ein, aber ist etwas passiert? Anna hat Blut gehustet. Mein Gott. Meinst du wirklich, es liegt am Sand? Klingt für mich mehr nach TB. Ganz TB kriegen wir in den Griff. Wir haben genug Antibiotika. Frische Luft hilft dabei auch. Aber was? Was, wenn dieser Degenerierte recht hat, Katja? Was machen wir dann? Gibt es ein Medikament? In unserem Dorf gab es eine Flakbatterie. Zu Beginn des Krieges erhielten sie ein neues Medikament. Es hat viele Menschen vor Gas und allgemeinen Vergiftungen geschützt. Ich schaue mal Mamas Aufzeichnungen durch und suche den Namen raus. Ich glaube, es wurde in Novosibirsk hergestellt. Kacke. Verdammt, also auf nach Novosibirsk, oder wie? Novosibirsk. Jermak, deine Meinung? Für Anna würde ich bis zum Ende der Welt fahren. Und Novosibirsk ist gerade mal 2000 Kilometer entfernt. Dann ist das beschlossene Sache. Wir fahren zu dem Tal. Wenn es geeignet ist, bleiben wir dort. Sollte sich Annas Zustand verschlechtern, suche ich mit einer Gruppe Freiwilligen nach dem Medikament. Also, Katja, bitte finde den Namen heraus. Mach ich. Keine Sorge. Eine Sache noch, Artyom. Ich möchte in diesem Tal keine Überraschungen. Du bist unser erfahrenster Späher. Also nimm die Motordraisine, einen Freiwilligen und sieh dir alles an, bevor wir eintreffen. Oh. Erst mal zurückgehen, Anna und die anderen zu beruhigen. Armes Mädchen. Scheiße. Jetzt verstehe ich, warum sie in letzter Zeit so mies drauf war. Ich musste die ganze Zeit daran denken. Und wie lautet das Urteil der Jury? Also hier kommen eure Befehle. Erstens, Ruhe bewahren. Der Plan steht. Wir fahren zu diesem Tal mit seiner frischen Luft und dem sauberen Wasser. Und dann siedeln wir uns dort an. Sollte Annas Gesundheit... Papa, bitte! Ich wiederhole, Anna. Falls es dir schlechter gehen sollte, so gibt es ein Medikament, von dem Katja uns erzählt hat. Falls nötig, werden wir es für dich finden. Es klingt nach einem guten Plan. Ich möchte auch sagen, Leute, macht euch keine Sorgen. Es ist schon schlimm genug, dass ich euch die Party verdorben habe. Ach, komm schon, du hast gar nichts verdorben. Ich habe mir wohl zu viele Gedanken über den Mist von dem Kerl in Yamantau gemacht. Obwohl es bestimmt nur der Sand und das Wüstenklima sind. Natürlich, daran wird es liegen. Genau das haben wir gerade besprochen. Also gut, ein Toast! Auf euch, Leute. Seid einfach fröhlich. Oh, verdammt, ich hab... Auf euch. Ich hab da ein ganz mieses Gefühl. Stefan, spielst du dieses Lied? Geht runter, ja, klar. Ich hab da ein ganz mieses Gefühl, dass das Medikament zu spät kommt. Dass Anna sterben wird. Ach du Scheiße, ich habe da gar keinen Bock drauf, ne? Cool, da lauschen wir noch ein bisschen der Musik. Zu trinken habe ich ja nichts mehr. Полковник Васин созвал свой полк и сказал им: пойдем домой. Мы ведем войну уже 70 лет, нас учили, что жизнь это бой. Но по новым данным разведки мы воевали сами Я видел генералов, они пьют и едят нашу смерть. Их дети сходят с ума от того, что им нечего больше хотеть. А земля лежит в ржавчине, церкви смешали с золой.
И если мы хотим, чтобы было куда вернуться, время вернуться домой. Этот поезд в огне, и нам не на что больше жать. Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничьей, пора вернуть эту землю себе. А кругом горят факелы, это сбор всех погибших частей. И люди, стрелявшие в наших отцов, строят планы на наших детей. Нас сражали под звуки маршей, нас пугали тюрьмой. Но хватит ползать на брюхе, мы уже возвратились домой. Этот поезд в огне, и нам не на что больше жать. Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничей, пора вернуть эту землю себе. Этот поезд в огне, и нам не на что больше жать. Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничьей, пора вернуть эту землю себе. So. Das ist definitiv über uns. Da kommt sogar ein Oberst drin vor. Ja, es wird Zeit, dass wir uns dieses Land zurückholen. Und eine Sache noch. Wir wollen keine Überraschungen wie an der Wolga oder in Yamantau. Daher schicken wir einen Spähtrupp mit einer Motordrasine voraus. Artyom braucht einen Freiwilligen zur Unterstützung. Ich nehme mich! Ich prüfe das Tal auf Herz und Nieren, bitte! Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Aljoscha nur gucken will, ob es da Amazonen oder überhaupt Frauen gibt. Sehr gut. Dann ist alles geklärt. Ehrlich, ich beneide dich, Stepan. Du hast eine ganze Familie bekommen, eine Frau und ein Kind auf einmal. Und du musst dir keine Sorgen um Windeln oder Bauchweh machen. Nein, das ist nicht gut. Wir haben nichts gegen Windeln, Herr Oberst. Tatsächlich haben wir sogar vor, Nastja einem kleinen Bruder zu bescheren, wenn sie nichts dagegen hat. Ich hätte lieber eine Schwester. Wir könnten zwar mit Puppen spielen. Ich könnte mich um sie kümmern. So. Mit deinem Bruder könntest du Spartaner und Sondereinsatztrupp spielen. Lass das, Stepan. Alles klar, ich düse jetzt los. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin es leid. Warte mal. Ich muss jetzt erstmal kurz gucken, wo kriege ich jetzt hier meine Ausrüstung? Kann ich mir die jetzt hier nehmen? Automatisch oder? Wie läuft das denn jetzt hier? Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Um diese Motordrasine zu bekommen. So, ich brauche jetzt diese Motordrasine. Hallo, Motordrasine. Naja, das muss ich erstmal eine rauchen. Nochmal eins, also auf den Schock jetzt hier mit Anna, da muss ich erstmal eine rauchen. So, genug geraucht. Sonst kriege ich irgendwann auch nochmal ein Problem mit meiner Lunge. So, jetzt weiß ich aber nicht, wo muss ich jetzt hin, um das mit der Motorrasine zu starten hier. Ich meine, landschaftlich würde es ja so... In Wirklichkeit sieht das bestimmt landschaftlich gut aus. Also jetzt in der realen Welt jetzt, ne? Kann ich mir vorstellen, dass es landschaftlich hier nicht hässlich ist, wo auch immer das hier jetzt ist. So, wie läuft das denn jetzt hier mit der Motordrasine hier nun? Wo startet das denn jetzt hier jetzt mal? Ich kann da jetzt hier nicht stundenlang hier am Zug rumrennen, ne?
du dir keine Sorgen machen. Wenn alles klappt, lass mich mal durch, Jungs. Dankeschön. Ehrliche, gute Menschen. Ich bin sicher. Ach, ich bin doch blöde, ne? Hier, Karte, hallo. So, hey, um eher dran denken können, ich Trottel. Ich kann nicht behaupten, je religiös gewesen zu sein. Aber jetzt bitte ich alle Götter, auf Anna aufzupassen. Möge das Tal ihre Krankheit heilen. In der Zwischenzeit haben Aljoscha und ich einen Aufklärungseinsatz. Keine Ahnung, was uns dort erwartet, aber Aljoscha scheint überzeugt zu sein, dass zahlreiche Frauen seine Ankunft dort begierig erwarten. Sollte das wirklich der Fall sein, dann habe ich den bestmöglichen Begleiter für diesen Einsatz. Naja, mal sehen, vielleicht sind da ja wirklich Frauen. Wer weiß. Ja, ich bin recht angetan von diesem Tal. Nehmen wir mal die Luft. Die macht den Kopf ganz klar. Noch nie habe ich solche Luft gerochen. Ja, das stimmt. Ich wette, wenn wir eine Woche dort verbringen, wird nicht nur Anna geheilt sein, sondern dem Oberst werden sogar die Füße nachwachsen. Das glaube ich ja weniger. Verdammt, was für eine holprige Fahrt. Die Schienen sind total krumm. Die ganze Trasse scheint wegzurutschen. Ich hoffe, sie hält unser Gewicht. Wir sollten die Aurora kontaktieren und ihnen sagen, dass sie die andere Strecke nehmen sollen. Aurora, bitte komm. Die Aufklärung. Hört ihr mich? Ende. Aurora hier. Ich höre euch laut und deutlich. Ende. Herr Oberst, diese Strecke wird die Aurora nicht tragen. Nehmen Sie die Hauptstrecke. Ende. Ich verstehe. Hier sind ein paar Reparaturen nötig. Das bedeutet eine Verzögerung. Trotzdem steht der Plan. Wir treffen uns am Dach. Wie ist die allgemeine Lage dort? Ende. Die allgemeine Lage hier ist der absolute Wahnsinn, Herr Oberst. Anna wird es hier bestimmt gefallen. Ende. Der Plan ist also wie folgt. Wir begeben uns zu dem Damm, überprüfen ihn schnell und sagen ihnen, sie sollen herkommen. Sieh dir diese schöne Gegend nur an. Willst du nicht auch, dass sie schon eher hier sind? Na, zum Beispiel die Kirche. Ah, Scheiße! Ach du Scheiße! Oh ja, da war ja wieder so typisch. Alter, wo bin ich denn jetzt? Meine Ausrüstung! Au! Aua! Au! Das tat weh! Autsch! Voll auf die Rübe! Aua! Da jetzt habe ich keine Ausrüstung mehr, habe wahrscheinlich jetzt... Ist das ein Skelett? Da? Ja. Oh, wer ist das denn jetzt? Das ist nicht Aljoscha. Nein, das ist gar nicht Aljoscha. Nicht mal ansatzweise. Oh Gott, wer ist das denn jetzt? Wie so ein Kannibale? Der denkt, ich bin ein saftiges Steak oder Schnitzel? Kind des Waldes? Pionier, Olga. Sie heißt also Olga. Oh, boah, das war heftig. Aber danke. Boah. Unsere Leute haben deinen Freund geschnappt. Ich kann aber sehen, dass ihr zwei keine Banditen seid. Ich werde dir helfen, solange du keine Dummheiten machst. Jetzt muss ich los. Bleib nur außer Sichtweite, dann ist alles gut. Außer Sichtweite, wovon? Wovon soll ich außer Sicht bleiben? Ah! Hau ab! Oh oh.
Ach du Scheiße. So. Habe ich jetzt irgendwelche Waffen? Irgendetwas? Nichts. Ich bin völlig blank. Nun gut, ich mache hier einen Cut. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da, lasst ein Abo da und seid das nächste Mal wieder dabei. Bye, bye.